Ein Stapel leerer Becher, ein Turm, der Prototyp eines Zimmerbrunnens. Im Samariterstift in Leonberg ist die Kreativgruppe beim Brainstormen. Sie wollen auch dieses Jahr wieder etwas basteln, so wie im letzten Jahr dieses Fahrrad. Damit hatten sie den Wettbewerb der lokalen Agenda 21 gewonnen. Was in diesem Jahr bei der Bastelaktion herauskommt, ist noch offen. Wir haben sehr kreative Bewohner, die dann auch schon anfangen, mal so einen Turm zu bauen und sagen, ja, das könnte ein Vogel für Vogelfutter sein für den Winter, das kann aber auch sonst Dekoration sein oder ein Wasserspiel. Der Fantasie der älteren Damen sind also keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur eines, gekauft werden soll für das Kunstwerk möglichst nichts. Wir wollen vor allem Material nehmen, was auch hier als Abfall entsteht. Genau darum geht es auch im Wettbewerb dieses Jahr. Erhalten und gestalten ist das Motto. Maria Zundel aus dem Eine Weltladen hat das Projekt mit initiiert. Und wer macht alles mit? Also es sind eher noch relativ wenige, aber zum Beispiel die große Putzete in Eltingen, die werden mitmachen und das freut uns sehr. Weil es geht prinzipiell einfach um das Thema gegen die Wegwerfgesellschaft. Und in der leben wir, das merkt man überall. Bei der Aktion Kutterschaufel am Wochenende in Eltingen finden die Bürger säckeweise Müll, nicht nur hier entlang der Glems. Die Aktion findet jedes Jahr statt, dieses Mal auch unter dem Dach von Erhalten und Gestalten. Denn auch Putzaktionen sind willkommen, vor allem wenn die Bevölkerung so zahlreich und begeistert mitmacht wie hier. Auch Angie Weber-Streibel will sich mit einer kreativen Aktion beteiligen. Sie hat das Wachstuch wiederentdeckt als Ersatz für Folien und Plastikbecher. Also früher hat man, als es kein Plastik gab und keine Alufolie, musste man ja die Sachen auch verpacken. Und da hat man dann eben, und Bienenwachs hatten ja viele im Dorf zumindest irgendeinen Imker, der Bienen hatte und der dann Wachs übrig hatte. Und dann hat man einfach Papier und Tücher mit diesem Wachs getränkt und hatte dann eine wunderbare hygienische Folie. Und die ist auch heute noch leicht herzustellen. Am 11. Mai wird es dazu eine Aktion vor dem Weltladen geben. Auch die nimmt dann am Wettbewerb Erhalten und Gestalten teil, bei dem übrigens ganz Leonberg eingeladen ist, mitzumachen. Und was gibt's zu gewinnen? Das steht noch nicht fest. Das ist noch in der Überlegung. Aber es sind schon beachtliche Preise. Kein Auto, aber doch schon auch beachtlich. Die Damen aus dem Samariterstift jedenfalls sind schon mit Feuereifer dabei. Schließlich gilt es, einen Titel zu verteidigen.